Es gibt Charaktere in Videogames, nach denen Gamer und Gamerinnen verrückt sind. Dann entwickeln sich wahre Fangemeinden, die sich im Netz treffen. Cosplayer tun ihr Möglichstes, ihren Lieblingen zu gleichen, und es entsteht massig Fanart. Dann legen wir mal los mit 10 Videospielcharakteren, die einen wahren Hype um ihre Person ausgelöst haben. Los geht's! Nach Nier Automata bekam Androiden 2B viel Aufmerksamkeit. Und das hat auch in der Zeit nach der Veröffentlichung von Nier Replicant nicht nachgelassen. 2B ist eine Schönheit und ihr Äußeres, gepaart mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Charakter, machen sie zu einem Fanliebling. Sogar ihre Uniform wurde als ein Beispiel für Haute Couture in Videospielen gelobt. Was 2B so faszinierend macht, ist ihr kühles Auftreten. Doch es gibt immer wieder Situationen, in denen wir einen Blick in ihr Inneres werfen können, soweit das bei einem Androiden eben möglich ist. 2B ist üblicherweise mit 9S zusammen, einer Scanner-Einheit, die auf Hacking und Intelligenz spezialisiert ist. Es wird eine Szene kommen, in der sich 2B und 9S nicht als Freunde gegenüberstehen. Und besonders dann merkst du, dass 2B sehr wohl in der Lage ist, Gefühle zu zeigen. Frag einen beliebigen Far Cry-Gamer nach seinem Lieblingsbösewicht in allen Far Cry-Spielen. Es wird auf eine 80%ige Chance hinauslaufen, dass er Vaas nennen wird. Der andere wäre Paganman gewesen. Irgendwie schafft es die Actionreihe immer wieder, charismatische, aber auch absolut psychotische Gegenspieler zu schaffen. Und das beste Beispiel ist eben Vaas Montenegro, der bereits Kultstatus erlangt hat. Die Entwickler haben sein Gesicht auf jede Werbefläche geklebt, die zur Verfügung stand. Denn er ist das Aushängeschild von Far Cry 3. Vaas wurde zum Anführer der Piraten, nachdem er ihren früheren Anführer kaltblütig ermordet hatte und seine Gang raubt, plündert, stiehlt und mordet. Ganz im Sinne von Vaas. Im Gespräch mit ihm merkst du schnell, dass er komplett verrückt ist. Die Szene, in der er dir die Bedeutung von Wahnsinn erklärt, ist Videospielgeschichte. Resident Evil Village war noch nicht mal erschienen, da drehte das Netz bereits durch wegen Gameplay-Szenen, die eine ganz bestimmte Widersacherin im Horrorgame zeigten. Und das war Lady Dimitrescu. Es schien niemanden zu stören, dass es sich bei der Dame um eine 2,90 Meter große Vampirin handelte, denn ihre Erscheinung war einfach zu eindrucksvoll. Lady Dimitrescu glänzt mit einem massiven Vorbau und kann nicht mal durch eine gewöhnliche Tür gehen, ohne sich bücken zu müssen. Fans veröffentlichten Fanart, Memes, Comics und Cosplay-Material. Und auch die Werbung für das Spiel wurde schnell auf Lady Dimitrescu zugeschnitten. Die Kombi, sexy und furchterregend, schlug bei Fans ein wie eine Bombe. Und Capcom verdiente sich dusselig an ihrem Merch. Lara Croft hat eine Erfolgsgeschichte hinter sich, von der andere nur träumen können. Das erste Tomb Raider-Game erschien 1996 und seitdem hat sie die Videospielindustrie geprägt wie kaum eine andere. Laras Markenzeichen damals war ihre extrem große Oberweite, von der sich immer noch hartnäckig das Gerücht hält, dass sie nur durch einen Ausrutscher des Grafikers entstanden sei, was aber nicht stimmt. Sie sollte das Spiel lediglich für die männliche Zielgruppe interessanter machen. Etliche Spiele und viele Jahre später hat sich Lara ziemlich gemausert. Sie ist immer noch eine taffe und kluge Frau, die mittlerweile aber auch ihre verletzliche Seite zeigen darf. Was Lara aber wohl nie verlieren wird, ist ihr Markenzeichen Sexappeal. Wer hätte nach dem Erscheinen von Undertale damit rechnen können, dass das freche, lustige Skelett aus Toby Fox kultigem Indie-Game zu den berühmtesten und beliebtesten Spielfiguren des letzten Jahrzehnts gehören würde? Es ist schwer, genau den Finger darauf zu legen, warum Sans so beliebt ist. Er ist cool, nimmt sich selbst und sein Umfeld nicht zu ernst und scheint einen starken Charakter zu haben. Und sehr viel Selbstbewusstsein, was auf uns ziemlich anziehend wirkt. Dazu kommt noch seine mysteriöse Hintergrundgeschichte, sein epischer Themesong, sein alberner Humor und dass er im Kampf einfach komplett zerstört, was immer in seine Arena gerät. Sans ist so unglaublich berühmt geworden, dass Gamer durchdrehten, als offiziell bestätigt wurde, dass er in Super Smash Bros. Ultimate auftauchen würde, obwohl er kein offizieller Charakter war. Bandit, the stalker, thought 'twas all in fun. Pop!
Vor rund 9 Jahren erschien mit Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung nicht nur der beste DLC für Borderlands 2, sondern auch die bis heute spaßigste Erweiterung aller Add-ons der gesamten Borderlands-Reihe. Tinas rotziger Humor traf bei Gamern einen Nerv. Und nachdem dieses kleine Meisterwerk im vergangenen Jahr nochmals als eigenständiges Standalone veröffentlicht wurde, folgt mit Tiny Tinas Wonderlands nun ein richtiger, rund 25 Stunden langer Story-Shooter. Viele Gamer hätten sich sogar noch mehr Abenteuerspielspaß gewünscht. Tiny Tina wird wieder eine Tabletop-Runde leiten und dich mit haarsträubenden Geschichten aus der Fassung bringen. Tiny Tina ist wohl die schrulligste 13-Jährige der Welt. Die kann man einfach nur lieben. Die meisten Gamer werden nie das erste Spiel vergessen, das sie zum Weinen gebracht hat. Und bei vielen ist das Final Fantasy VII mit dem Moment, in dem Aerys starb. Durch das Schwert von Sephiroth, der ab da von uns gehasst wurde. Es gibt eben bedeutsame Ereignisse, die du nicht vergessen kannst. Aerys' Tod kam so unerwartet und war so grausam und ungerecht, dass Fans nach diesem Moment nicht mehr nur spielten, um zu gewinnen, sondern um Aerys zu rächen. Du konntest nicht anders, als Aerys ins Herz zu schließen, denn sie war freundlich, sanft, klug und mutig. Crystal aus der Star Fox-Reihe fällt ein kleines bisschen aus dieser Liste raus. Sie hat zwar sehr viele Fans, aber auch Kritiker, die es absolut überflüssig fanden, sie neu der bestehenden Gruppe hinzuzufügen. Klar hat Crystal auch spannende Fähigkeiten wie telepathische Kräfte, aber ihr wird vorgeworfen, nur als Romanze von Fox herzuhalten. Crystal ist aber vor allem eins, eine sehr attraktive Füchsin mit weichem, flauschigem Fell. Ein perfektes Ziel für alle Furry-Liebhaber. I'm gonna be just fine. Mylina aus Mortal Kombat ist eine tödliche Kombination aus Schönheit und Biest. Denn auf dem schönen Frauenkörper sitzt eine Fratze mit nadelspitzen Reißzähnen. Gleichzeitig ist Mylina äußerst schnell und beweglich. Diese Kombination aus Grauen und Anmut ist für viele Gamer faszinierend. Und Mylina hat dementsprechend auch eine riesige Fangemeinde, die letztens allerdings ziemlich über die Stränge geschlagen ist. Sie wollten um jeden Preis ihre geliebte Mylina in Mortal Kombat 11 dabei haben. Und sie schickten Ed Boon Todesdrohungen, falls sie nicht im Spiel erscheinen sollte. Das ist Fanliebe auf toxischem Level. Above you. Nach dem Erscheinen von Legend of Zelda Breath of the Wild war die Gaming-Welt verrückt nach einem grinsenden, muskulösen Fischmann, dem die Herzen nur so zuflogen. Wir sprechen natürlich von Prinz Sidon von den Zoras. Die Entwickler hatten sich zuerst Sorgen gemacht, dass sie Sidon vielleicht zu enthusiastisch dargestellt hatten, sodass er Gamern auf den Sack gehen würde. Aber seine freundliche und positive Art brachte ihm nur Sympathien ein. Viele finden Sidon auch einfach nur sexy. Dementsprechend gibt es hier viel Fanart der etwas anderen Sorte. Im DLC The Champions Ballad können wir Sidon in einer Rückblende sogar als Kind kennenlernen. Viel süßer kann es nicht mehr werden. Diese Liste lässt sich sicher erweitern, also immer gern in die Kommentare mit euren Vorschlägen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal!